Mario Huber, 3:1 Sieg gegen den KAC. Die ersten Punkte sind im Sack für die Innsbrucker Haie in der Big Round. Gutes Gefühl? Ja, sicher, super. Endlich wieder mal ein Sieg. In den letzten 12 Spielen, glaube ich, haben wir relativ viele verloren oder viel zu viele. Und Gott sei Dank sind wir jetzt wieder mit einem Sieg zurückgekommen. Und ich glaube, die Mannschaft hat hart gearbeitet und sich den Sieg heute verdient. Das hat man ja leider Gottes wie in den anderen Partien zuvor schon wieder einen schnellen 0:1 Rückstand hinterherlaufen müssen. Was ist da am Anfang so schwierig, dass die Haie ins Spiel kommen? Ich weiß es nicht. Vielleicht sitzen wir zu lange in der Kabine. Das darf uns einfach nicht mehr passieren. Das passiert uns jetzt schon das dritte Spiel hintereinander. Aber heute haben wir gewusst, wie wir darauf reagieren und haben uns super zurückkämpft. Das war am Ende der ausschlaggebende Grund, dass es dann noch zum Sieg gereicht hat. War natürlich eine riesengroße Mannschaftsleistung. Ich sage, heute war der Fjodo sicher Weltklasse. Der hat uns heute im Spiel gehabt. Riesen Saves gemacht. Zur nötigen Zeit oder zur richtigen Zeit die richtigen Tore geschossen und das war nachher der entscheidende Punkt. War das jetzt so der Befreiungsschlag für die Innsbrucker Haie in der Peak Round? Ja, ich hoffe es einmal. Jetzt können wir befreit nach Bozen gehen am Sonntag und ich glaube, dann ist alles rein in Bozen. Weltklasse, Martin. Was ist mit dir?